vielleicht die prominentesten Tischtennisspieler als Zuschauer hier bei den 78. nationalen Tischtennismeisterschaften von Deutschland in Trier 2010. Der Vize-Weltmeister von 1969 und achtfache deutsche Meister im Tischtennis, Eberhard Schöler, lange Zeit auch als Funktionär im DTB tätig und daneben seine Gattin Diane Robe Schöler. Noch für England holte sie mehrere Weltmeistertitel, unter anderem zusammen mit ihrer Zwillingsschwester im Tischtennis-Doppel.